You guys, wir machen ein neues Let's Play. Und zwar nicht irgendein Let's Play, sondern ein Real-Life-Simulation-Let's Play. Wir spielen... Dead Island! Es wird ziemlich gruselig sein. Natürlich spielen wir together, im Chor. Und ja. Oder welche Klasse nimmst du? Warte. Ich warte. Wir spielen blind. Oder blind. Ja, beides. Falscher Chat. Oh ja. Moment, ich glaube, ich muss die Dings noch ändern. Die Online-Options. Laden ist das richtig. On the play. Puff, Firearms, Sharp Weapons, Blunt, Sharp Weapons, yeah. Choose. My father was a very great man. A chief inspector for the Hong Kong police. Even though he died when I was 10, I remember him very well. He was killed by an enforcer for the Wo Xing Wo Triad. And I told myself then that I would follow in his footsteps. Danke für das Dauer. Das Ding ist, ich muss erst ein Stückchen spielen, bis der Korb möglich wird, und das wird chill. Okay, ja. Oh Gott, geht schon los. Chaos. Bist du auch da? Jetzt im Hotelraum? Ich bin mal im Hotelraum, Cole, ja. Oh. Man findet im Badezimmer etwas Wertvolles. Ich möchte es mitnehmen. F. Aha. T ist die Taschenlampe. Mein lieber Auris, dann sehen mich noch zum. So kann sie aber blenden. Deswegen macht man die dann lieber plötzlich an. Ich stehe an der Tür, aber ich warte auf dich. Trau mich nicht alleine. Oh Gott, ich gehe schon außer Atem. Ist denn das Ding? Oh, lol. Boah, ich will nicht aus dem Fenster rauskommen. Selbst das Schlagen. Oh, lol. Oh, ich mach die Tür auf. Ich mach mit. Oh, es ist ein straighten Kick. Oh, holy shit. Das ist ein typischer Gang, wo ich mir denke, fick dich. Oh mein Gott. Oh, ich sehe da schon die Füße von einem. Ich sehe tote Menschen. Oh, da ist eine Waffe, das heißt, danach kommt ein Zombie. Oh, Cole, ich mit noch nicht, ich möchte nicht. Nein. Nimm die Axt schnell, bevor es vorbei ist. Das sind die vom Intro. Da sind sie. Ich kann die Waffen nicht nehmen. Ich auch nicht. Mein Schatten. Maybe there's something useful. Ja, dann öffne es doch. Oh, danke. Also, ich kann irgendwie nicht alles öffnen, was ich öffnen will. Oh ja, eine Batterie, das ist bestimmt cool. Oh, zum Glück ist das Mädchen ja aus dem Fenster gefallen. Oh ja, wem sagst du das? Wussten sie bestimmt so machen. Ich habe einen Damenschuh gefunden. You guys, ich habe voll Angst. Oh, da ist ja noch ein Truhe. Konntest du die Axt aufnehmen? Nee. Ich habe aber $8 gefunden. Ich habe Alkohol gefunden. Ist in der Badewanne irgendein Zombie? Nee. Ich habe nur zwei Sachen zum Aufmachen gefunden. Ich habe noch die Kommode aufgemacht, aber irgendwie war, glaube ich, nichts drin. Bei mir war ein Medic-Pack drin. Ah, die Schränke. Ich kann die Kommode nicht aufmachen, oder? Oder das Sideboard, oder wie man es nennt. Oh, Flares, das will be useful. Wie kann es sein, dass wir überhaupt unterschiedliche Sachen finden? Hast du im Schrank geguckt? Ja. Batterie und Alkohol habe ich gefunden. Meinst du, das ist klassenabhängig? Welche Klasse hast du genommen? Ich habe die Frau, die Chinesin ist. Die geht ja auch mit Waffen gut ab. Du säufst den ganzen Tag nur.
Ich hab diesen Logan genommen. Ja, der säuft doch den ganzen Tag, ne? Ich hab ein Deo gefunden in der Reisetasche. Oh. So, ich geh zu diesen Wagen. Oh, da kann man gleich öffnen. Oh, das ist gut. Das lenkt mich immer ab von dem eigentlichen Problem. Spielkarten? Ich finde nur Geld die ganze Zeit. Typisch Japaner. Oh ne, das soll Geld sein, aber sah aus wie Spielkarten. Oh, Spielkarten. Oh, Lemon Juice. Große Batterie. Da steht immer so ein Geldding dabei, auch bei... Meinst du beides drin? Geld und die Sache? Weil ich hatte sein, eben, ne? Ich hatte eben eigentlich dachte ich, dass er der Wert der Sache ist, aber Vielleicht zuerst auch. Ich hatte eben Rare Item, also Rare Geld. Das scheint mir so wie Diablo aufzubauen. Was ist denn hier? Oh, $133. Oh, Kleber gefunden. Kleber ist immer gut. Und Feuerzeug. Ein Kabel gefunden. Damit kann ich bestimmt später aus dem Normal. Ich bin ja der Wurfwaffenexperte. Ich habe hier nur leider nichts zum Werfen. Das heißt, wenn ein Zombie kommt, ja. Oh, ich soll jetzt die Taschenlampe anmachen. Das ist immer kein gutes Zeichen. Warum kann sie nicht mehr schlagen? Ah, da ist es. Ich halte mich schon mal für einen Kick bereit. Okay, oh, ist im Badezimmer, ist clear. Oh, ich trau mich nicht, mich zur Tür wieder umzudrehen. Wer hat denn bitte nur $8 in seiner Brieftasche? Ich werde gleich so laut schreien. Hier passiert auch was. Die Tür, die sieht schon nicht stabil aus. Und der Schrank ist sicher? Metal Scrap. Wie viele Sachen hier rumliegen? Ja, das ist gut, das lenkt Spieler immer ab. Das ist ziemlich gut. Konnte man eigentlich nirgends einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Gut, oh nein. Nee, irgendwie nicht. Ich muss die RS-Taste drücken. Rechts, links? RS, rechts? Ich drücke immer mal gerne S. RS, tatsächlich? Oh Gott, ich hab's aufgebrochen. Hast du nur S gedrückt? Ich hab S gedrückt und Maus hoch runter gemacht. Viel wilder. Ich glaube, man musste eigentlich irgendwas treffen, dann ist gut. Ach, Gott. Oh nein. Die Batterien der Taschenlampe gehen langsam zur Neige. Oh nein. Was ist das für ein scheiß Spiel, Digga? Oh nein, ich krieg sie nicht mehr aus. Ach, T was. Alter, die laden sich aber mit der Zeit wohl wieder auf. Du hast ja wenigstens Batterien gefunden. Und schon wieder ein Medik. Okay. Ich möchte meine Taschenlampe nicht mehr anmachen. Nein. Mach ich nicht. So. Oh, bitte tötet mich nicht. Wer da auch immer ist, ist sein. Boah, Mann, ich werde als erstes kommt dann gleich so ein schneller zu mir. Einfach um die Ecke, bumm, tot. Mann, ich hab so Angst. Weißt du, wenn du nicht hier in Skype wärst, ne? Ich würde nicht weiterspielen an dieser Stelle. Boah, dann schimmert das Licht da so, als wenn da irgendwo eine Tür wäre, die irgendwo hinführt, wo es gar nicht gut wäre. Och man weiß ja, dass in diesem Spiel irgendwann Zombies kommen, aber ich hoffe, dass hier noch keine kommen. Nein. Ich halte immer den Kick bereit, nicht, dass ich eine Hektik vergesse. Oh man, hier ist so eine Doppeltür, oder? Die gucke ich mir jetzt letztes an. Da geht's in Treppenhaus, also meist Zombies. Duct Tape, ist das Klebeband? Ja, ne? Jo. Wozu brauchen wir hier Klebeband? Ah ja, um geile Sachen bestimmt zu bauen. Ich möchte eine Wurfwaffe haben, wo ich Granaten dran binden kann. Also brauche ich auch Granaten. Und Sekundenkleber, der riecht sehr gut. Wozu brauche ich dann noch das Tape, Kugel? Der ist im Wegschnipp. Oh nein, Cutscene. Bist du durchs Treppenhaus oder da? Nee, ich bin rausgegangen. Ich muss noch. Warum haben die Leute so wenig Geld mit? In welchem Land leben wir hier? Wir sind auf Dead Island. Oh. Geht's wahrscheinlich gut, dass wir uns hier hingehen. Holy shit. Ach du Scheiße. Hast du auch Cutscene? Mhm. Schnell umdrehen. Okay, Fahrstuhl ist schon runtergecrashed.
So viele Taschen? Das ist kein guter Anfang. Aber ein bisschen Geld. Geld und Seife. Nice. Seife gewonnen? Naja. Da kann man bestimmt irgendwie was Glitschiges machen. Eine Gay Session? Erstens habe ich einen weiblichen Charakter. Und zweitens. Oh, Ich hatte schon befürchtet, dass wir die Seife nicht mehr benutzen können. Ich habe Gürtel gefunden. Jo, ich auch. Nice. Und ich glaube, ich habe ein Gay Porn Magazine gefunden, aber kann ich nicht mitnehmen. Will ich ja nicht. Ich habe es nicht mal versucht, ihr Guys. Ah, mit I kommt man irgendwo ins Inventar. Oh Gott, ich bin hier beim abgestürzten Fahrstuhl. Lieber schnell wieder raus. Ich möchte Inventory mein Gürtel annehmen. Der Rüstungswertung? Nee, Junge, was stimmt denn nicht mit dem Gürtel? Der ist bestimmt nur als Waffe. Alles, was Blueprints Rippermann, hä? Hier sind doch immer so Leitern. Ja, cool, ja, viel Spaß mit den Leitern. Aber die Musik ist immer echt so ein Arsch. Also ich mache immer kurz Taschenlampe an und wieder aus. Ich weiß doch, da schlägt gleich in mir ein Zombie entgegen. So, ich gehe zu dieser Tür. Elevator Lobby? Oh nein, lass mich alle in Ruhe. Ich war doch eben bei den Elevatoren. Oh. Danke, dass die Heinz mir nochmal ankommt. Die Hints zu der Heinz. The Elevator Hatch. Och nö, das ist nicht gut. Ich krieg die Tür nicht auf, oder? Ich finde keinen geeigneten Button. Ja, das meine ich damit. Wenn ich trete, sehe ich, dass ich irgendwie was in der Hand habe. You can review Heinz in the extra menu, okay. Aha, jetzt ist es aktiviert. Wie hast du das gemacht? Na, ich stehe jetzt an der Tür. Dann geht's. Ja. Oh, man muss es gedrückt halten. Oh Mann, das ist der Schocker. Es ist dunkel, warum? Ach ja, ach so. Mein Gewicht war es jetzt. Nicht nur das Gewicht, du bist den Sprung noch, ne? Da wiegt man ja gleich doppelt. Oh mein Gott. Warum da steht einer. Wir lassen keinen Zombie sein. Das ist ein Zombie. Oh mein Gott, diese Angst gekriegt. I can see you through the camera. You feeling alright, mate? No shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself alles later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. The maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Okay. Was sind aber noch Sachen zu helfen? Maybe there's something in here. Ich renne, Cola. Tote Leiche. Hier sind noch Taschen, warum? Vielleicht wundert euch, warum ich mich nicht umdrehe. It's we infected, run to the storeroom. Oh nein, falsche Richtung, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, bitte weg hier, nein. Wie rennt man denn? Ah, bin umschaltet das da. Oh Gott. Kamen die bei dir auch schon? Nee. Bei mir schon. Und dann. Holy shit. Oh. It's the infected. Run for the storage room. Oh my god. Ah! Just a bit further. Ah!
Oh, danke, dass das in der Cutscene gelöst wurde. Mhm. Ich hätte die Tür verfehlt. Ich wurde nicht gebissen, ihr Guys. Wird gerade geladen? Ja. Moment. Ich glaube, ja. Man kann die irgendwie... No! Didn't my body tell you? Now stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head! Nod your bloody head! I ain't asking you again! Yeah, ich, yeah. Oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. Do you know how close we came to bashing your head in? Hi, you guys. Hi. Hi, Anna. Hi, Dominic. Hi, Jack. Hier kann man schon in die Game, glaube ich, dann gehen. Hi, Julian. Oh, und du Körper. Dafür, dass sie angeblich wahrscheinlich älter sein soll, ist sie ziemlich hot gebaut. Naja, ne? Ich geh mal auf Game. Wo ist denn das gefunden? Und der Escape, aber man muss noch ein bisschen weiter spielen. Hey, ist das Sheva von Resident Evil? Hi, Sheva. Hey, Sheva, it's me. Oh, Guys, jetzt rastet nicht aus. Wie bist du eigentlich? Ich hab schon genug Nervenprobleme für uns alle. Sag noch was, Gewinn. Was soll ich sagen? Wie die in die Lobby gekommen ist. Kommt man nicht. Aber mit Escape eigentlich. Und dann steht da, dass noch ein Singleplayer-Part vom Spiel ist. Ach, schön. Das ja, heißt, gut. Wir müssen da alleine raus. Aber ich habe eine suitable Waffe gefunden. So. Oh, und es flackert immer so, dass es. Bin das ich. Sachen. Das. Ich habe Facts gefunden. Facts. Cool, Ich hab jetzt schon eine auf Fresse gekriegt von Tommy. Ich glaube, sie zwinkern. Das ist das. Das macht's nur noch schlimmer. Wer klopft denn hier immer? You guys, Sheva hat sogar schon Superkragen besiegt und so. Kein Problem für sie. No. Die stehen wieder auf. Was hast du genommen als Waffe? Dieses Paddel? Ich hab das Ruder genommen. Ruder ist übertrieben. es will nicht mitgenommen werden. Also ich hab erst mit dem Typen an der Tür gesprochen. Mit wem? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich merke mir keine Namen. Das tut nur weh, wenn man sie verliert. Da muss ich vielleicht die Tür öffnen. Und alle opfern? You're not gonna help. Get the hell out of the way. You at least have a weapon. You need to find a weapon. Ich nehme das Paddle. It's super awesome Paddle. All right. This is fucking crazy. On three. One, two. Go. Fuck it. Three. Ah! Da werden gerade noch Leute abgeschlachtet. Oh. Oh, Tödel nicht gut. Ah! Was muss ich trinken? Ich war auch nicht verstanden. Ah, ich habe immer links gedrückt. Ich muss. Oh mein Gott! Ich hab links und rechts irgendwie. Ich helfe ihn, Sir. Sir, ich helfe ihn. Ah! Polizei! Ich krieg Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich steige ich gleich eine Stufe auf, dann bin ich wieder geheilt. Hi, Simone. Sinobi? Ah, puh. Wie ist Simone? Was denn? That's the last one? Okay, then. Thanks, mates. No problem, dude.
Actuan. Oh, hi. Oh, hi. Hey, Scooby, das ist Hello? Can you hear me? Hey, Scooby. We were just attacked. Hörst du das? Listen, your friend from the hotel's awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. Yeah. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. But Eddie is just touch and go with you for a while. Getting better. No thanks to you. Upgrade. I did see you out there. Oh, ich möchte suspenden. Wow. Wow, was nehme ich denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Was hast du für Skills so? Also für Bäume irgendwie? Ich hab Fury, Combat und Survival. Ah, ich auch. Bei mir ist zum Beispiel bei Combat der erste Blade Fighter. Ach so, bei mir Heavy Hitter. Bei Survival Drunken Master increases damage while being drunk. Bei mir ist First Aid. Oh Mann. Da musst du dann immer was trinken, Robert? I'm going rampage. Oh, Vampire. Kills gain stamina. No. Spectre. Cash penalty. Hm, nice, es gibt ein Cash penalty on death. That's cool. Boah, ich kann später Surgeon General werden. Oder auch Blade Master. Puff. Firearms Apprentice, na super. Dead Eye Bullseye. Burning Blood Rage. Weil ich kann da mit einem Wurfding später vier Gegner treffen. Shinobi. Instant kill chance with prone weapons, no. So. Egal, besorgt mir ein Katana. Ich korrigiere. Besorgt mir zwei Katanas. Name's John Cinnamoy. I'm the head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are, or how you know that guy on the radio. But he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. Ich weiß immer nicht genau, was stimmt, so. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, bist du gegangen? We can't do this without you. Auf mein Schwert. Will you help me? Is this combat? Jo. Oh, man kann ja oder nein drücken. Ich vielleicht auf Survival und später auf Lock Open und so. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room, with all the commotion. So, wahrscheinlich kannst du mir joinen, weil die anderen Charaktere hier stehen. By the pools. Game take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die. Ja, okay. Ich konnte das Ruder werfen. Oh, ich stehe ja draußen, ne? So bist du. Ich drin? Konnte das Ruder werfen. Oh, rein. Ich stehe ja draußen, ne? Drin? Bist du? Komm mal rein. Gott, es gibt so eine In-Game-Voice. Oh, oh Gott, ich, Hi, Scooby, hey. Shut the fuck up.
Warte mal, wie fix ist das? Jetzt müssen wir doch ausmarken. Keine Ahnung. Oh, warte, ich hab gleich... Ah ja, du musst Umschalt und Tab drücken. Und dann in die Einstellung gehen bei Steam. Das läuft Steam Sky oder Sky, irgendwas komisch. Das ist nämlich so ein Programm, was in jedem Spiel mitläuft, wenn man mit der Community da. Wo mache ich das jetzt? Unter Einstellung. Ganz im